Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Mit Artikel 95 des Grundgesetzes wollte der Parlamentarische Rat nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus ein ganz bestimmtes Wahlverfahren auf den Weg bringen, wo nicht nur Richter beteiligt sind, wo nicht nur die Exekutive beteiligt ist. Es sollte ein Mischsystem werden. Das Vertrauen in eine effektive Justiz war durch die Erfahrung im Nationalsozialismus völlig erschüttert. Erstes Ziel war deshalb diese Erschütterung, die Unabhängigkeit der Justiz und die Qualität in der Rechtsprechung wiederherzustellen. Bei dem Konzept der Richterberufung nach dem Grundgesetz handelt es sich, und das hat der Kollege Brandt ja schon beamtenrechtlich auch dargelegt, eben gerade nicht um ein typisches Auswahlverfahren mit einer typischen Bewertung, mit einer vorhergehenden Bewerbung und dann mit einer abschließenden einheitlichen Verwaltungsentscheidung. Vielmehr legt das Grundgesetz fest, es ist eine echte Wahlentscheidung. Hier hat man die Wahl zwischen verschiedenen Bewerbern, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Berücksichtigung von Interessenten bei der Wahl zum Bundesrichter setzt voraus, das ist gesagt worden, dass ein entsprechender Vorschlag vorliegt von einem Mitglied des Bundesrichterwahlausschusses oder auch von dem zuständigen Bundesminister. Soweit besteht Klarheit. Das Bundesjustizministerium, Frau Keul, übermittelt aber auch, und das muss man dazu sagen, den Mitgliedern erarbeitete Wahlvorschlagsbögen, die verschiedenste Rubriken enthalten. Dienststellung, Beruf, juristische Staatsprüfung, wann, mit welchem Ergebnis, Laufbahn, Ernennung, Beförderung, Eingruppierung, bisherige berufliche Tätigkeit, auch die wissenschaftliche Betätigung und Veröffentlichung. Was Sie jetzt fordern, ist Praxis, Nebenämter und Nebentätigkeiten. Dazu kommen sämtliche Beurteilungen und auch die Stellungnahme, wenn sie abgegeben wird, was der Regelfall ist, des zuständigen Präsidialrats. Aufgrund des Spannungsverhältnisses zwischen Artikel 95 Grundgesetz, also nochmal echte Wahl, aber auch des individuellen Anspruchs eines Bewerbers, eines Deutschen, berücksichtigt zu werden, wenn Eignung, Befähigung und fachliche Leistung vorliegen und die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen mitgebracht werden, haben wir es mit einer ganz besonderen und sicherlich auch nicht einfachen Entscheidung zu tun. Der Richterwahlausschuss hat ein weites Bewertungs- und Auswahlermessen. Und er kann insbesondere auch, und das findet sich in keinem Katalog wieder, in keinem Schema, er kann sich auch nach der Persönlichkeit des Betroffenen richten. Immerhin handelt es sich um Ämter bei den höchsten Gerichten in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist Persönlichkeit und Charakter ein ganz wichtiges Merkmal. Und der Hauptgesichtspunkt, der auch historisch begründet war, Frau Keul, Sie rufen genau, da bin ich aber noch nicht fertig mit meinen Ausführungen. Der Hauptgesichtspunkt war überhaupt der, dass man in diesem Mischsystem die Beteiligung der Politik einbauen wollte, weil man gesagt hat, durch die Beteiligung demokratisch legitimierter Politiker erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit der positiven Einstellung der Richter zum Gesamtsystem. Und nun ist es ja traurig, Frau Keul, wenn Minderheiten nicht in jedem Fall berücksichtigt werden. Aber das nennt man Demokratie. Wenn also die Mehrheit auch im Richterwahlausschuss entscheidet, welche Personen nun gewählt werden. Sie haben das sehr negativ nachteilig dargestellt, aber genau das ist Absicht gewesen, schon bei der Entstehung dieser Vorschrift. Eine verbindliche Ausschreibung ist im Übrigen auch gar nicht erforderlich. Was Sie schildern, ist reine Theorie. Denn der Bundesminister der Justiz, der verkündet vor einem entsprechenden Wahltermin erstens die freien Stellen, zweitens das Datum. Wer noch nicht einmal in der Lage ist, auf die Homepage des Ministeriums zu gucken und auch nicht kommunikativ ist, nicht in der Lage ist, bei einem der bekannten Mitglieder des Richterwahlausschusses sich zu melden, zu zeigen, dass er die Befähigung, Eignung hat, Interesse hat, dass er brennt für dieses Amt,
der ist ehrlich gesagt auch nicht geeignet, dieses Amt auszuführen. Bereits heute besteht die Möglichkeit für jeden, der Interesse hat, sich an geeigneter Stelle auch zu bewerben. Ob er berücksichtigt wird, ist Frage 2, aber insoweit sind Ihre Ausführungen nicht zutreffend. So, und dann fordern Sie ein einheitliches Anforderungsprofil. Ich nenne das mal Schema. Und ich habe schon gesagt, im Wahlvorgang kann man eben nicht Charakter, Persönlichkeit irgendwo bewerten. Das ist schon etwas, das ist immer ein subjektiver Eindruck der betroffenen Person des Richterwahlausschusses, die entscheidet. Das ist nichts, was Sie in ein Schema pressen können. Und genau hier ist das Problem, dass wir einerseits Personen haben, die auch aufgrund ihres subjektiven Eindrucks über Charakter und Persönlichkeit zu entscheiden haben, aber andererseits natürlich all das, was in der Personalakte ist und was in den Begleitunterlagen ist, natürlich berücksichtigt werden muss. Ja, Frau Keul hat wohl eine Zwischenfrage. Er ist so groß, dass er tatsächlich, Frau Keul, Sie brauchen sich nicht kleiner machen, ich muss ums Eck gucken. Also Sie erlauben die Zwischenfrage, Frau Keul, bitte. Ja, also vielen Dank für die Erlaubnis zur Zwischenfrage. Sie haben ja jetzt nochmal betont, wie wichtig das ist, die Persönlichkeit, den Charakter des Menschen, der sich dort bewirbt. Wie soll denn das einfließen, wenn dieser Mensch überhaupt niemals die Gelegenheit sich hat, im Wahlausschuss vorzustellen oder mit den Berichterstattern zu sprechen? Das findet ja alles nicht statt. Wir würden das ja gerne fördern. Natürlich entscheidet am Ende die Mehrheit, das haben wir auch gar nicht in Frage gestellt. Wir wollen nur im Vorfeld mal mit Ihnen über die Kandidaten reden. Ich meine, das kann doch eigentlich nicht zu viel sein an der Stelle. Also, Frau Keul, wir sind im Zeitalter der Kommunikation. Wir haben soziale Netzwerke, wir sprechen miteinander. Ich erwarte von jemandem, der Bundesrichter werden will, der kommunikativ sein muss und der sich auch mit der Materie vernünftig auseinandersetzt, dass er in der Lage ist, herauszufinden, das ist veröffentlicht, wer ist Mitglied des Richterwahlausschusses. Und er kann auch gerne 32 Mal anrufen und sich persönlich vorstellen. Machen wir uns doch nichts vor. Die Verfahrensvorschriften verbieten heutzutage doch auch nicht, dass Gespräche geführt werden, um sich bekannt zu machen. Das ist doch bei jedem Wahlvorgang so, dass die Bewerber oder jemand, der etwas erreichen möchte, auch kommunikativ tätig ist. Insoweit stimmt das in der Praxis nicht. Wer sich bekannt machen will, wer seine Leistung, Eignung, Befähigung vermitteln will und brennt für das Amt, der hat jede Möglichkeit dieser Welt, aber es setzt eine Eigeninitiative voraus. Es ist nicht so, dass wir Personen mit der Bahre zur Kandidatur tragen. Wer Bundesrichter werden will, muss auch entsprechende Persönlichkeit und Fähigkeiten mitbringen, um hier die geeigneten Wege zu finden, sich ins Gespräch zu bringen. So, und da es sich bei der Entscheidung des Richterwahlausschusses um den Wahlvorgang eines Gremiums handelt, es sind mehrere Personen, die nicht einheitlich entscheiden, die in geheimer Wahl entscheiden, ist natürlich klar, dass bei jedem Einzelnen andere Gründe vorliegen, eine andere subjektive Einschätzung. Das ist auch der Grund, warum bei einer Wahl mit Ja und Nein abgestimmt werden kann. Und das ist auch so gewollt. Wenn wir dann aber eine verwaltungsgerichtliche Praxis vorfinden, die mehr oder weniger die Ausführung der Präsidialräte wie in Stein gemeißelt bei diesen Konkurrenzstreitverfahren berücksichtigt, aber das gesamte Abwägungsmaterial, was ja gerade in der geheimen Wahl erfolgt ist, nicht heranzieht, weil das auch nicht herangezogen werden kann, dann liegt das in der Natur der Sache, dass die Entscheidungen der Gerichte bei Konkurrentenklagen oftmals falsch sind. An dieser Stelle, ich bin froh, dass das jetzt beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, wünsche ich mir klare Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Spannungsverhältnis Artikel 95 und 33. Meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt über die Richterauslese gesprochen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein und es gibt auch die unterschiedlichsten Verfahren. Aber so schlecht kann die Auslese in den letzten Jahren oder Jahrzehnten doch nicht gewesen sein. Frau Keul, Sie haben die einzelnen Gerichte benannt. Ich will es gerne noch mal wiederholen. Die obersten Gerichtshöfe des Bundes, also Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht,
die haben doch ein hohes Ansehen. Nicht nur in Deutschland, sondern international, bezogen auf Unabhängigkeit und Qualität in der Rechtsprechung. Und ich glaube, einen hohen Anteil an dieser Qualität haben die Richter, die bei diesen obersten Gerichtshöfen auch arbeiten. Und an dieser Stelle sei es erlaubt, diesen Richtern mal ausdrücklich den Dank für die qualitativ hochwertige Arbeit auszusprechen. Vielen Dank, Herr Kollege. Die nächste Rednerin, Sonja Steffen für die SPD.